Ja, der Tarek vom Session hier. Wir stehen jetzt direkt beim Ernst Hutter und heute in Funktion mit der SWR Big Band. Big Band ist jetzt bei Brassmania. Zwei, drei haben schon gespielt. Ihr seid, glaube ich, die dritte sogar. Wie ist das so für euch? Das ist jetzt eine ganz neue Erfahrung, vielleicht auch hier in Deutschland auf einem Brass-Festival in der Art, wie vielleicht auch Woodstock schon gibt, zu spielen. Ja, meines Wissens habe ich mit der SWR Big Band so ein Festival noch nie gespielt. Wir haben natürlich schon auf Jazz-Festivals gespielt, wo das Publikum von vorne bis hinten natürlich auf Jazz eingerichtet ist in unterschiedlichen Stilrichtungen. Hier jetzt so ein Publikum Crossover von wahrscheinlich ganz gescherter Blasmusik bis zu fetzigen Bluesklängen oder Big Band Klängen. Da sind wir schon sehr gespannt, wie unser Programm jetzt auch hier ankommt, aber ich bin mir da ziemlich sicher, weil man hat ein spezielles Programm dafür aufgebaut. Ja, ich denke auch. Also es lässt sich auch immer ganz gut vereinen. Ich meine, der Swing ist ja auch in der böhmischen Blasmusik zu Hause. Ich meine, du bist Orchesterleiter der Egerländer Musikanten. War ja früher auch schon so, Mosch, Posaunist, viel Jazz gespielt, hat seine Musik aus der Heimat damit verbunden und dieses Swingige ist ja in der Polka auch zu Hause. Ja, ich sage ja auch immer, eine gute Musik muss immer swingen. Ja? Es gibt natürlich nur ganz viele Dinge, die dazugehören, damit Musik gut wird. Aber ein gutes Rhythmusgefühl und swingiges Gefühl ist sicherlich eine der Hauptelemente für gute Blasmusik, für gute böhmische Blasmusik. Bei uns bei den Egerländern, hast du ja schon angesprochen, ist das ja mit das Elementarste in unseren Interpretationen. Hat natürlich mit der Geschichte zu tun, ja, Ernst Mosch und die Egerländer sind aus der SWR Big Band eigentlich entstanden, mit der wir jetzt nachher spielen. Aber kein Swing-Programm, sondern eigentlich ein relativ rockiges Programm. Und auch in der Musik gibt es aber trotzdem Elemente, die swingen müssen. Ich denke, das hört man hier den ganzen Tag, ja, gerade auch hinter uns. Ist natürlich jetzt auch weit weg von wirklicher Swing-Musik, aber man hört es ja im Stil. Ja, die Musik, die groovt trotzdem und die muss swingen. Und das hört man hier im ganzen Festival wahrscheinlich. Bestimmt, ja. Also war jetzt auch die letzten Tage überall. Man merkt es einfach, dass es immer wieder rauskommt. Was habt ihr mit der SWR Big Band dieses Jahr noch für besondere Projekte, wo du jetzt sagst, okay, da freue ich mich jetzt tierisch drauf? Bei der SWR Big Band haben wir im Moment ein paar laufende Projekte, die werden wir auch im Herbst so fortführen. Da gibt es ein Projekt, das läuft sehr erfolgreich gerade, das heißt Kings of Swing. Das ist ein wirkliches Swing-Programm, aber mit ganz, ganz tollen, berühmten Swing-Stücken drin, mit einer wunderbaren Sängerin, Fola Dada, die also tolle Nummern von Ella Fitzgerald singt. Die Solisten aus der Band sind da natürlich immer ganz weit vorne mit dabei. Und dann haben wir ein Programm, das wird neu, da bin ich selbst ein bisschen gespannt, wie das dann beim Publikum ankommt. Da geht es um Comedy und Jazz. Also da werden bekannte Leute aus dem Comedy-Bereich dabei sein und die SWR Big Band natürlich als ja, feste Institution auf der Bühne sozusagen. Und dann gibt es noch ein Programm, was wir mit dem SWR Vokalensemble gerade aufbereiten. Da gibt es im Herbst, glaube ich, eine weitere CD-Aufnahme. Das ist sehr, sehr klassisch und ziemlich schwer. Okay, sind wir auf jeden Fall gespannt. Ihr seid heute mit Joe Kraus da. Gibt es da irgendwas Besonderes, auf was man sich jetzt irgendwie schon mal freuen kann oder irgendein Highlight? Ja, Joe Kraus als Typ ist natürlich ein wunderbarer Künstler, den ich persönlich wirklich sehr hoch einschätze, weil er ein super Entertainer ist, mit der Band spielt eigentlich. Ja, also die Band ist eine Masse, ja. Jede Band stellt eine große Masse dar, in der sitzen Solisten, aber er macht es wunderbar und die Band so richtig einzusetzen. Und selber als Trompeter hat er natürlich wirklich einen eigenen Stil und kommt, ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass der Show beim Publikum nicht ankommt und kann das sehr gut verstehen. Cool, ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf, jetzt wir nachher auch anhören. Nochmal kurz die Kurve zu den Egerländern. Ihr habt jetzt auch demnächst wieder das Open Air. Erzähl mal was. Ja, wir haben ein riesen Open Air in 4 Wochen, das allererste Mal in Altusried im Allgäu. Sind jetzt 3.500 Karten verkauft, ausverkauft. Dort werden auch im Vorprogramm die Freunde von Blechhaufen dabei sein, die ich hier jetzt auch schon getroffen habe. Und wir nehmen dort unser Programm als Live-DVD auf. Das wird natürlich eine ganz besondere Herausforderung, auch für die Egerländer.
Und aus diesem Grund machen wir das hier in Altusried, weil wir in diesem Jahr das 15-jährige Jubiläum nach der Abschiedstournee mit Ernst Mosch hatten. 1998 war die Abschiedstournee unter der Leitung von Ernst Mosch. Das ist 15 Jahre her. Und das wollen wir hier bei diesem Programm in Altusried auf gebührende Art und Weise feiern und unserem Publikum zeigen, wie wir damit umgehen sozusagen. Und die Live-DVD wird dann auch als TV-Film geschnitten. Und da versprechen wir uns natürlich auch ziemlich viel Präsentationen wieder für die Egerländer auch im Fernsehen. Okay, 15 Jahre nach Ernst Mosch. Du hast lang unter ihm gespielt. Hast mit Sicherheit auch deine Erfahrungen viel aus seiner Kenntnis der Blasmusik, seine Form, wie er das gelebt hat. Er hat es ja förmlich gelebt, auch bei Bühnenauftritten, Live-Auftritten. Er hat ja immer dieses Feeling gehabt. Ne? Natürlich war Ernst Mosch ein Vollblutmusikant. So als junger Kerl, wie ich damals war, 26, 27 Jahre alt, ist ja nur ein Glück, auf so einen Menschen zu treffen. Und mit so einem Menschen dann eine weite berufliche Strecke zu gehen. Er hat mich geprägt in ganz vielerlei Hinsicht. Also als Musiker natürlich, aber vor allem, denke ich, auch als Bandleader. Also die Art und Weise, wie er seine Band entwickelt hat, wie er die Egerländer zum erfolgreichsten Blasorchester der Welt gemacht hat, das war eine großartige Leistung. Und für mich heute natürlich eine unglaubliche Vorgabe. Und das fordert mich sehr heraus und macht mir riesig Spaß. Ja, weil du hast ja gerade angefügt, ich habe mit ihm 14 Jahre lang nicht nur Musik gemacht, sondern wir waren ja sehr viel zusammen und haben über alles geredet, über Musik, aber natürlich auch über die ganzen Umstände drumherum. Und wenn man dann jetzt tagtäglich mit den gleichen Dingen zu tun hat, da fallen einem natürlich immer wieder diese Erinnerungen, hat man dann immer wieder, was hätte der Ernst Mosch dazu gesagt, ganz klar, weiß ich natürlich, was er vielleicht noch gemacht. Ja, also das sind einfach Dinge, die man mitbekommen hat fürs Leben. So wie ein Vater, der seine Kinder irgendwas mitgibt ins Leben. Und so haben wir das von Ernst Mosch bekommen. Und das gibt uns heute natürlich diese Stärke, die wir, glaube ich, im Moment wirklich haben. Definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall nachher auf die SWR Big Band. Ich denke, dieses Jahr werde ich vielleicht auch noch mal zu euch zu einem Egerländer-Konzert kommen. Unbedingt, müsst ihr mal erleben. Ja, habe ich schon erlebt. Holger Müller kenne ich gut. Und von dem her müssen wir mal schauen, dass das dieses Jahr noch passt. Super. Ich wünsche euch nachher viel Spaß mit Joe Kraus. Wir sind gespannt und vielen Dank für die Zeit jetzt. Hm? Danke dir. Danke, Ernst. Euch noch viel Spaß. Es geht ja heute Abend noch ein bisschen weiter, aber nicht so lange mehr nach uns. Ja? Okay, alles Gute. Ja? Danke. Ja, ciao.